Nun haben wir es geschafft. Der Askania Award heute Abend hier im Wintergarten in Berlin geht langsam seinem Höhepunkt entgegen, das heißt die Aftershow-Party. Und neben mir steht der Mann, der das alles organisiert hat. Und das nicht seit heute, sondern seit 2008, Leonhard Müller. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und lieber Leonhard, ich habe viele Awards bei dir miterlebt. Und ich weiß, wie wir angefangen haben, noch in deiner Werkstatt mit ganz wenig Leuten. Und heute Abend waren es über 300. Und ich muss dir sagen, es war, du hast es vielen richtig ausgedrückt, der schönste Award, weil es einfach so von der Stimmung her toll war. Wie fandst du es denn? Also ich kann nur so viel dazu sagen, dass der Askania Award 2020 nochmal eine Steigerung sein wird, weil wir jedes Jahr mit dem Vorsatz den Askania Award abschließen. Nächstes Jahr geben wir uns noch viel mehr Mühe, weil die Leute wären ja sonst enttäuscht. Wenn jemand zu mir sagt, es war der Beste, dann muss ich mich ja anstrengen, dass er das nächstes Jahr wieder sagt. Das ist ja unser Ziel und das haben wir auch kontinuierlich gemacht. Wie du das richtig erwähnt hast, der erste Askania Award waren etwa 120 Gäste in einem Raum, wo 80 Platz haben. Und so hat sich das jedes Jahr gesteigert und mit der Steigerung der Gästezahl war auch der Anspruch, eine geeignetere Lokalität zu finden da. Und ich glaube, jetzt mit dem Wintergarten haben wir unsere Heimat gefunden. Ja, ist sehr schön, weil der Rahmen dazu steht, Film, Geschichte, alles was dazugehört, was ja auch bei Askania eine große Rolle spielt und heute Abend auch die Laudatoren, sprich auch die Preisträger, haben das ja auch so gesehen, dass sie gesagt haben, ja, das ist ganz was Besonderes, weil man hat viele Preise bekommen in der Filmbranche, aber sowas nicht. Ja, also das freut mich natürlich sehr und verblüfft mich ehrlich gesagt auch immer wieder, wenn also bekannte Persönlichkeiten aus der Filmbranche zu mir sagen, so eine tolle familiäre Veranstaltung haben wir in der Berlinale-Zeit noch nie erlebt wie bei dir. Und das macht uns natürlich glücklich. Du hast die Jahre schon gehabt. Fitzmann war da, Atze Brauner war da, Veronika Beres war da und. Stahl, Walter Killer, Nadja Tiller und wie sie alle haben. Genau, wir könnten jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde die ganzen Preisträger alle aufzählen. Aber was für mich wichtig ist, was du heute Abend auch gesagt hast, dass dieser Award nächstes Jahr anders läuft. Und zwar, es wird ein e.V. Ja, also ich bin ja ein Mensch, der auch immer in die Zukunft blickt und sollte irgendwann mal mich jemand beerben in meiner Position als Vorstandsvorsitzender von der Askania AG und der sagt, kein Interesse, weil er nicht diese Beziehung zu dem Askania Award hat und es würde einschlafen, dann würde mir das Herz bluten. Und aus dem Grund möchte ich jetzt, wo man auf einem gewissen Höhepunkt sind, einen Verein gründen mit vielen Mitgliedern, die eben einfach Freude an dieser Veranstaltung haben. Und das würde bedeuten, dass der e.V., egal wer bei Askania das Sagen hat, weiter existiert. Genau. Also nehmen wir mal an, Rolex kauft Askania und die sagen, wir machen das nicht mehr, dann machen wir mit dem e.V. weiter. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal den 20. und den 25. und den 30. gibt. Und irgendwann sagt dann einer, Mensch, hat es nicht früher immer die Askania AG gemacht? Ja. Und jetzt macht es der Verein und es lebt weiter. Ja. Und vor allen Dingen, es soll ja auch einen, sagen wir mal, karitativen Zweck oder einen sozialen Zweck haben, der im Hintergrund steht. Ja. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr zum ersten Mal ist die Zahl derer, die ein Sponsoring machen, über das Warensponsoring hinaus, also über dieses Bader-Sponsoring, das ist das dieses Jahr das erste Mal gelungen und es lässt mich hoffen, dass wir vielleicht sogar mittelfristig mit dem Askania Award etwas Geld verdienen und das soll dann
gestiftet werden für einen guten Zweck. Also wir denken da an notleidende Künstler. Genau, liebe Zuschauer, ich würde sagen, Sie bleiben einfach mal so also ein bisschen auf der Seite, beobachten Askania, Askania Award, und dann werden Sie nächstes Jahr dann vielleicht sehen, für wen der gute Zweck ist, was gestiftet wird. Und wenn Sie sagen, ja, da will ich auch dabei sein, dann melden Sie sich einfach bei Leonhard Müller und sagen, das ist eine tolle Idee, da bin ich dabei, da mache ich mit. Und umso mehr mitmachen, so ist es noch in meinem Leben, umso mehr Freude kann man haben und umso mehr Kinder oder wen auch immer kann man damit beglücken und sagen, toll, super. Und so wollen wir es machen. Leonhard, nochmal vielen herzlichen Dank. Und für 2020 drücken wir die ganz fest die Daumen. Und ich würde sagen, nächstes Jahr, Sie sehen es, heute ist der 5. Februar, würde ich sagen, gleiche Stelle, gleiche Welle, hier im Wintergarten Berlin, und bleiben Sie uns treu und dir auch, bleib gesund und mach weiter so, damit wir nächstes Jahr zusammen wieder ein bisschen feiern können. Euch viel Erfolg mit eurem Radiosender und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder gesund sehen. Genau. Sie finden alles bei uns auf der Seite, gehen Sie mal auf, da steht es jetzt schon drauf, es kommen viele Bilder dazu, es kommen die Interviews von den Preisträgern dazu, also es wird eine runde Geschichte und wir bauen da auf, und wenn irgendwas Neues ist, verspreche ich Ihnen, kriegen Sie es dann sofort mit, wir teilen Ihnen das mit, was passiert. Herzlichen Dank, schönen Abend, kommt gesund nach Hause. Danke.